Guten Abend, ich hoffe, Sie hören mich alle. Mein Name ist Reinhard Geib. Ich begrüße Sie herzlich im Namen von Binderreisen und unseres Kooperationspartners Kulturgemeinschaft Stuttgart zu unserem heutigen Zoom-Meeting, in dem wir Ihnen gleich die Kunstreise nach Kopenhagen vorstellen werden. Bevor wir das tun, zunächst noch, ich bin bei Binderreisen verantwortlich für die Kunst. Und was die Kunst betrifft, kooperieren wir mit der Kulturgemeinschaft Stuttgart auf eine ganz enge und auch sehr gelungene Weise. Und aus diesem Grund ist auch Frau Ulrike Herrmann uns zugeschaltet, die Sie jetzt im Namen der Kulturgemeinschaft begrüßen wird. Frau Herrmann, wenn ich Sie das an Sie übergeben darf. Ja, sehr gerne, lieber Herr Gelb. Grüß Gott in die Runde. Grüß Gott. Herzlich willkommen zu dieser Zoom-Konferenz. Ich freue mich, heute auch dabei zu sein. Ich bin die Vertreterin der Kulturgemeinschaft und wie Herr Gelb schon sagte, wir sind jetzt schon seit 6 Jahren in einem guten Miteinander verbunden in Sachen Kunst. Und ja, Herr Geib hat jetzt die Kunstreise und Frau Kindler angesprochen. Wir machen aber zusammen auch schöne Kunsttage, wenn Sie mal Lust haben, nur einen Tag zu verreisen, dann sind Sie bei uns beiden auch an der richtigen Adresse. Wir machen auch Kunst im Fokus, Spezialthemen, die wir gemeinsam zusammen ausarbeiten. Dieses Jahr ist das Thema Barock. Und die Kulturgemeinschaft macht darüber hinaus noch ein großes Kunstabo mit über 300 Führungen pro Jahr im Ausstellungsbereich, aber auch im Bereich Baugeschichten. Im Ausstellungsbereich ist Frau Kienzler auch immer wieder mit von der Partie bei uns. Und bevor es jetzt losgeht mit Kopenhagen, wo sich Frau Kienzler dann als Expertin zeigen wird, möchte ich nochmal zurückgeben an den lieben Kollegen Herrn Geib. Vielen Dank, Frau Herrmann. Auch besonderen Dank für die freundliche Ergänzung, dass wir nicht nur Reisen gemeinsam konzipieren und durchführen, sondern auch Kunsttage und alles Übrige. Das Angebot der Kulturgemeinschaft hat Frau Herrmann ja auch kurz erwähnt. Sie sind also herzlich eingeladen, über Kopenhagen hinaus auch unsere weiteren Angebote zur Kenntnis zu nehmen und vor allen Dingen natürlich auch daran teilzunehmen. Jetzt aber, wie versprochen, zur Kunstreise Kopenhagen. Die Kunstreise Kopenhagen wird durchgeführt im Monat Juni diesen Jahres und zwar genau vom 16. bis zum 20. Juni. Das ist eine Flugreise. Wir fliegen also von Stuttgart über München nach Kopenhagen und auf demselben Wege wieder zurück. Alles Weitere sagt Ihnen jetzt Mirja Kienzler. Frau Kienzler, ich übergebe an Sie. Ja, liebe Damen und Herren, ich freue mich wirklich, dass Sie sich zugeschaltet haben zur Kopenhagen-Reise, die ich im Juni durchführen werde. Kopenhagen, der Name stammt vom Namen her Kaufmannshafen. Darüber werde ich später dann nochmal berichten, wie der Name dazu kommt. Und Kopenhagen bietet eine angenehme, interessante und lebendige Mischung mit zahlreichen architektonischen Sehenswürdigkeiten, abwechslungsreichen Stadtvierteln, internationalen wie einheimischen Restaurants, die unter anderem die typisch dänische Spezialität, das Smørrebrød, anbieten mit ausgefallenen Geschäften mit skandinavischem Design, das wir unter anderem auch im Kunstgewerbemuseum, das Sie jetzt gerade hier auf dem Bild sehen, besichtigen werden. Das Museum befindet sich in Frederiksstaden, ein ehemaliger Palast, der seit 1895 öffentlich zugänglich gemacht wurde. Und die ständige Ausstellung umfasst unterschiedliche Designobjekte, unter anderem der 60er Jahre und natürlich, und zwar verschiedenster Designer. Sie haben dort finnische, dänische und schwedische Designer, die ausgestellt sind. Und natürlich dann auch von dänischen Designern, wie die von Arne Jacobsen entworfenen Stühle, die Sie bestimmt kennen,
so unter anderem die für die SAS Royal Hotel, das Foto von dem Royal Hotel, das heute noch existiert. Und wenn ich Zeit habe, versuche ich mit der Gruppe auch immer noch das Originalzimmer zu besichtigen. Und da sehen Sie eben die entworfenen Sessel, der Schwan, der auf der rechten Seite steht, und das Ei in der Mitte aus den 50er Jahren. Ebenso weitere Möbel anderer dänischer Architekten und Möbeldesigner wie Kare Klint und Jensen, die ab den 50er Jahren auch in Deutschland für einen Aufbruch in ein neues Wohnen brachten. Dazu haben sie zusätzlich Textilien, Kleidungsstücke, Mobiliar, aber eben die auch bis heute reproduzierten Lampen, wie eine, die Sie hier sehen, von Louis Poulsen. Weitere interessante Kunstmuseen liegen auf unseren Routen unserer Stadtspaziergänge. Die New Carlsberg Glyptothek, die Sie hier jetzt auf dem Bild sehen, mit einer hochkarätigen Skulpturen- und Gemäldesammlung. Die im Jahre 1888 erbaute New Carlsberg Glyptothek, deren Neorenaissance-Außenansicht Sie sehen, ist ein privates Museum, dessen Bestände auf die Kunstsammlung eines dänischen Industriellen, Jakob Jakobsen, zurückgehen. Er betätigte sich als Kunstmäzen und als Förderer der Naturwissenschaften, hat eigentlich in seiner Zeit damals das Leben in Kopenhagen geprägt. Carlsberg, eine bekannte Brauerei, die er begründet hat, ist heute immer noch einer der größten Bierproduzenten weltweit. Und auch heute noch finanziert sich das Museum über einen Obolus, der auf jede Flasche Bier der Brauerei Carlsberg aufgeschlagen wird. Und sein Sohn Karl Jakobsen stiftete dann die Sammlung Ende des 1900s der Öffentlichkeit und Skulpturen, wie Sie hier sehen, Degas-Tänzerin, Gemälde des 1920. Jahrhunderts, wie den dänischen Klassizismus sind zu sehen, und der Palmengarten, der wunderbar zur Pause einlädt. Da gibt es immer so ein kleines Café auch, oder man kann sich einfach hinsetzen und sich ausruhen, zeigt die Pracht und den Reichtum der dänischen Gründerzeit. Mit der Industrialisierung wuchs ja die Stadt wieder nach den verlorenen Seeschlachten gegen die Engländer Anfang des 19. Jahrhunderts und nach dem Verlust von Schleswig und Holstein im Krieg von 1864. Und durch die Zuwanderung vom Land wurde die Stadt immer größer. Die Stadt ist heute, hat sie so ungefähr 600.000 Einwohner, wenn ich mich richtig erinnere, mit Umland 1,2 Millionen. Und das bei einer Bevölkerung in Dänemark von ungefähr 6 Millionen. Also man sieht, dass es eine wirklich sehr große und wichtige Stadt auch heute eben Kopenhagen ist oder wieder wurde. Um mittelalterliche Stadt herum, die ich Ihnen auch noch zeigen werde, entstanden dann in der Zeit der Industrialisierung Arbeiter- und Bürgerviertel, die bis heute noch eben den Stil des 18. und 19. Jahrhunderts zeigen. Übrigens besuchen wir dann auch das Thorvaldsen-Museum mit Werken von dem dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen, der 1770 bis 1844 in Kopenhagen geboren und dort auch gestorben wurde. Und dessen Werke wir auch in der klassizistischen Frauenkirche, auch der Dom zu Kopenhagen, sehen werden. Und zwar werde ich Ihnen da die 12 Marmor-Apostelstatuen zeigen, die Sie an den Wänden sehen, sowie den berühmten Taufengel von Thorvaldsen, einer der meistkopierten Statuen in Europa. Und er, wie der segnende Christus, waren besonders auf den Friedhöfen in ganz Europa beliebt, als Kopie beliebt gewesen. Übrigens, Sie wissen ja, Thorvaldsen, das Schillerdenkmal auf dem Schillerplatz in Stuttgart, wurde nach dem Modell des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen gegossen. In dieser bedeutenden Stadtkirche wurden dann auch die Begräbnisfeiern einiger berühmter Dänen begangen, zum Beispiel eben 1844 von Bertel Thorvaldsen. Hans Christian Andersen, ein heute durch sein Kunstmärchen, damals ein international bekannter Dichter, dem wir übrigens an mehreren Orten in Kopenhagen begegnen werden. Nur sind seine Wohnhäuser leider nur von außen zu besichtigen.
der 1875 verstorben ist und sein Begräbnis, sein großes Begräbnis hier in der Kirche begangen wurde. Ebenso wie vom Philosophen Søren Kierkegaard, einer der Wegbereiter der Existenzphilosophie. Das Begräbnis fand 1855 statt. Und ach, Entschuldigung, ich war zu schnell. Diese Kirche gilt mit ihrer Innenausstattung. Sie sehen ja diese strenge Schlichtheit der Komposition, auch mit den Säulen im Obergeschoss, als hervorragendes Beispiel des dänischen Klassizismus. Da Kopenhagen im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde, finden Sie im Zentrum die Renaissance-Prachtbauten aus der Ära des König Christian IV., 1577 bis 1648 ist der Zeitraum, aus dem sogenannten goldenen Zeitalter, wie hier den kuriosen runden Turm. Christian IV. War König von Dänemark und Norwegen. Er hat Oslo gegründet, 1624 als Christiania. Er versuchte in seiner Regierungszeit durch Kriege seine Großmacht zu formen. Da gibt es, ja, das sind wir in Süddeutschland, kennen jetzt die Begriffe vielleicht nicht so, aber gerade wenn man durch Kopenhagen geht, kann man sich sehr gut auch mit der norddeutschen Geschichte beschäftigen oder mit der Ostseegeschichte 1611, zum Beispiel der Kalmarkrieg gegen Schweden, oder an der Elbe versuchte er Bremen und Hamburg einzunehmen, das ist ihm nicht gelungen. Daraufhin hat er dann 1617 Glückstadt gegründet. Dann kam der 30-jährige Krieg und da ging so langsam dann der Niedergang, denn Gustav Adolf, der König von Schweden, hatte einfach mehr Potenzial und man sieht dann auch, dass das große Reich Dänemark große Probleme hat, die Großmacht zu erhalten. Innenpolitisch hat er den Absolutismus etabliert, viel gebaut, Städte, Stadtteile wie Christianshofen, Universitätsviertel oder eben den 42 Meter hohen Turm, den Sie hier sehen, neben der neuen Universität, die Warenbörse und Schlösser wie zum Beispiel Schloss Rosenberg. Hier im Hintergrund, im Park, dieser Park war eine ehemalige Lustgartenanlage, als Lustschloss erbaut worden, damals noch außerhalb vom alten Kopenhagen gelegt und im Stile, man kann sagen, sehr viel von der niederländischen Renaissance übernommen. Und dieses Rosenborg, Rosenburg, könnte man sagen, Rosenborg-Schlösschen, wurde bis 1710 als königliche Residenz genutzt. Heute befinden sich hier die dänischen Kronjuwelen. Also man kann sagen, wirklich in dieser Zeit, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, blühte unter Christian IV. Kopenhagen. Aber Kopenhagen erlebte in seiner Geschichte immer wieder Katastrophen, Seuchen, Kriegen, besonders dann nach dem Tod Christian IV. Sie hielten zwar den Belagerungen der Schweden stand, aber das übrige Dänemark war nach dem Tod Christian IV. Von den Schweden vollständig besetzt, sodass Kopenhagen eine Grenzstadt wurde und erst mit dem Frieden von Roskilde 1658 man, also der Stadt verkleinert wurde, schonen und anderes wurde abgenommen und die Großmacht wurde immer unbedeutender und der Ostseeraum war auch nicht mehr so unter dänischer Herrschaft. Dann kam noch die Pest, dann kamen zwei große Stadtbrände und der Wiederaufbau ist dann im 18. Jahrhundert eigentlich zu sehen und das ist prägt auch sehr Kopenhagen. Dieser Baustil, und das sieht man vielleicht im architektonisch reizvollsten Viertel der Stadt, in Frederiksstaden, die vier einzelnen Palais um einen achteckigen Platz, die vielleicht zu den bezauberndsten Schöpfungen des Rokoko angesehen werden kann. Das ist das Schloss Amalienburg. Margarete ist gerade nicht da, sonst würden Sie den Dannebrog sehen. Dannebrog, so heißt der, die dänische Flagge, die übrigens einer der ältesten Flaggen Europas überhaupt ist, die würde hier gehisst werden, denn die königliche Familie wohnt hier teilweise immer noch. Amalienburg deswegen, weil vorher in der Geschichte her eine Amalie von Braunschweig-Lüneburg
ein kleines Schlösschen dort erbaut wurde, das dann auch wieder abgebrannt ist und erst 1760 dann diese vier Schlösser für dänische Adelsfamilien errichtet wurden. Übrigens einen, der sehr bekannt ist, nämlich von Moltke aus Mecklenburg, der vom Pagen des Königs zum Hofmarschall und eigentlich als graue Eminenz auch bezeichnet wird, aufgestiegen ist. Und noch die Marmorkirche, die Friedrichskirche, die ist, wenn sie offen ist, will sie auch gerne besichtigen. In der Mitte des Platzes steht ein Reiterstandbild. Wieso geht es bei mir nicht mehr weiter? Oh, jetzt habe ich Probleme. Bei mir steht das Bild fest. Herr Geib, helfen Sie. Jetzt habe ich es hingekriegt. Danke. Plötzlich stand das Bild. In der Mitte des Platzes, Sie sehen nochmal das Schloss, in dem Margrethe, die heutige Königin, residiert und auch teilweise wohnt, ist das Reiterstandbild von Frederik zu sehen, der den Beinamen des Guten hatte, denn das war mal eine Zeit, wo Frieden und Wohlstand herrschte im 18. Jahrhundert. Nach ihm ist auch das ganze Stadtviertel benannt worden. Er war immer noch König von Dänemark und Norwegen, Herzog von Schleswig und Holstein, Graf von Oldenburg und Delmenhorst. Und sein Grab befindet sich im Dom zu Roskilde. Und Roskilde werden wir uns auch ansehen, wenn wir auf der Fahrt zum Flughafen sind. Dort können wir nochmal diese sehr interessante, auch etwas verwirrende Herrschaftsgeschichte der Könige von Dänemark nochmal zusammenfassen. Auf der anderen Wasserseite, man sieht das von Amalienborg aus, kann man gut auf die neue von Architekten Henning Larsen erbaute Königliche Oper sehen. Sie ist 2005 eröffnet worden. Und im Staatlichen Museum für Bildende Kunst 1897 erbaut und mit einem Neubau von italienisch-dänischen Architekten und einem dänischen Architekten Mats Moller werden wir uns dann mit der dänischen Kunst beschäftigen. Ich habe Ihnen drei Bilder mitgebracht von einem unbekannten dänischen Künstler und von dem bekannten Künstler Christen Köpke, vielleicht einer der wichtigsten Künstler der dänischen Kunst. Und die Kunst in Dänemark, sie war stilbildend für die norddeutschen Romantiker, wie sie zu Beginn der Lehrzeit von Caspar Friedrich, der ja 1794 ein Studium an der Königlich-Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen begann. Und diese Akademie galt damals als einer der liberalsten in Europa überhaupt. Und das sind ja Themen, wenn Sie jetzt mal sich die Bilder nochmal anschauen, die sich beschäftigen mit der Privatheit, hat so eine biedermeierliche Ambiente, mit der Natur, mit dem Alltäglichen, mit dem Sonntäglichen, aber auch mit dem neuen Innenleben, dieses nach außen schauen, mit der Rückenfigur. Alles Elemente, die wir ja auch im späteren Werk von Caspar David Friedrich wiedersehen. Und gerade in seiner Frühphase baut er auf die Kunst Dänemarks mit auf. Dänemark hat eine der ältesten Monarchien in ganz Europa. Man geht vom ersten dänischen Wikingerkönig ab 930 aus. Und die Bedeutung als ehemalige Großmacht in Europa kann man überall in Dänemark auch an den Schlossbauten sehen. Die bedeutendsten liegen in oder um Kopenhagen. Ich habe Ihnen schon kurz gezeigt, Amalienborg. Sie haben Rosenborg gesehen. Dann gäbe es noch Charlottenburg, eine Nebenresidenz im dänischen Barock errichtet, heute eine Kunstakademie, Frederiksberg, heute die Militärakademie und teilweise auch der Zoo ist dort zu sehen. Und das größte Schloss ist hier mit Schloss Christiansborg, hat 600 Räume und das ist einzigartig in Europa, beherbergt das Parlament, den obersten Gerichtshof und die Repräsentationssäle der Königin. Hier lebte Bischof Absalon, also dort, wo das Schloss sich jetzt befindet, das ist mitten in der Altstadt in Kopenhagen, hat Bischof Absalon 1167 den Grundstein für die Kaufmannsstadt, Kopenhagen, Kaufmannsstadt gegründet. Und er ließ eine Burg auf der heutigen Schlossinsel errichten. Den Bau, den wir allerdings hier sehen, der stammt aus den Jahren 1906 bis 1907.
37. Und wenn wir dann umherum spazieren gehen, werden um diesen Schloss, dann werden Sie dort nach dem letzten Großbrand Ende des 18. Jahrhunderts erbaute Häuser sehen, die im Stil des frühen 19. Jahrhunderts sind, im klassizistischen Stil. Und so sah es aus und genauso original erkennen wir es dann, wie Hans Christian Andersen bei seinem ersten Besuch die Stadt vorfand, als er als 14-Jähriger nach Kopenhagen kam. Ja, diese Burg, die ich Ihnen gezeigt hatte, die jetzt natürlich ein Schloss ist, sollte den kleinen Handelshafen, heute sagt man Nyhavn dazu, also Neuenhafen, an dieser Fischersiedlungen sichern. Nicht zuletzt die günstige Lage, halbwegs zwischen dem wichtigen Bischofssitz in Roskilde und dem skandinavischen Erzbischofssitz in Lund, es war damals dänisch, heute ist das schwedisch, war von entscheidender Bedeutung. Und deswegen hat man auch den Namen später eben Kaufmännerhafen gegeben. Bischof Absalon konnte so seine Machtansprüche im Ostseeraum vorantreiben. Zunächst mal hat er Rügen erobert, lag sehr strategisch günstig. Und nachdem dann Kopenhagen sein erstes Stadtrecht erhalten hat, wuchs es so langsam und kam dann gleich wieder Probleme, nämlich mit der Hanse. Und die Hanse hat oft die Burg geplündert und zerstört, aber die Entwicklung der sich langsam wachsenden Stadt ließ sich nicht mehr aufhalten, so wie ich es vorab schon gezeigt habe. Sie wuchs immer mehr und die Großmacht wurde, wenn man Christian den IV. Anschaute, immer größer. Und so übernahm sie dann auch im 15. Jahrhundert Stadt Roskilde wurde sie die Residenz des Königs. Übrigens, das Nyhavn ist sehr entzückend, das sehen Sie ja, wie viele Leute dort im Sommer sitzen, wenn wir im Juni da sind, also vor ein paar Jahren, als ich vor Corona noch mit einer Gruppe dort sein konnte, war das auch so schön voll und es gibt sehr nette Lokale dort und wir werden dort auch wahrscheinlich mal abends essen gehen. Ich weiß noch, als ich in den 70er Jahren dort war, dann war das ein Gebiet, wo man sich nicht gerne aufgehalten hat. Das war so ein bisschen so das geschlamperte Viertel. Aber jetzt ist das so ein Viertel, wo man auch abends allein sehr schön die typische Polze, die typische rote Wurst essen kann. Das ist ja die nächste Spezialität in Dänemark, dass man überall, also verhungern tut man nicht, überall einer dieser Würste diese haben kann, so wie sie das teilweise vielleicht auch schon bei Ikea oder woanders gegessen haben. Ja, Nyhavn mit den bunten Häusern Lastkräten am Giebel war der Grundstein für die kommend prosperierende Handelsstadt. Und arme Leute wohnen auf der Schattenseite, die sehen sie nicht, das ist wortlich zu nehmen. Auch Hans Christian Andersen hat zuerst auf der Schattenseite gewohnt, bevor er dann auf die Sonnenseite, die Sie hier auf dem Bild sehen, umziehen durfte. Am Rande der historischen Altstadt in den sogenannten Brückenvierteln, die nach dem Fall der Stadtmauern dann mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden schossen, entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten verschiedene Szeneviertel. Und bei einer Bootsfahrt, Sie sehen so ein kleines Boot, an restaurierten Lagerhäusern werden wir vorbeifahren, an der Oper, die ich Ihnen jetzt noch einmal zeige, dahinter war einstiges Militärgelände, das wird jetzt immer mehr umgebaut, auch zu Wohngebieten. An der neuen Bibliothek aus dem Jahre 1999 wird Volksmund Schwarzer Diamant genannt. Dort sind zum Beispiel Kierkegaards Manuskripte liegen dort oder man kann von Per Kirkeby ein 200 großes Quadratmeter Deckengemälde besichtigen. Man sieht, wenn Sie so die neuen Gebäude gesehen haben, und jetzt kommen wir wieder zu einer Bauweise aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wie deutlich, wie sich mitten in Kopenhagen alte Bauwerke mit neuer Architektur ergänzen. Und das macht gerade auch Kopenhagen so spannend. Wir gehen wirklich einen Schritt und wir sind wieder in der dänischen Geschichte und einen Schritt weiter und wir sind in der Moderne. Wir fahren im Boot dann auch durch Christianshavn nach Christian IV., dem Erbauer im 17. Jahrhundert ernannt. Sie sehen dahinter eine kleine Kirche, die auch noch
von ihm errichtet wurde im Renaissance-Stil. Ein Stadtviertel der Gegensätze. Reizvolle Häuserzahlen krachten, Hausboote und durch zwei Brücken mit dem Zentrum verbunden und dem Freistaat Christiana. Christiana ist teilweise eine Touristenattraktion, aber ich gehe ungern, also zumindest letztes Mal bin ich ungern, weiß nicht, wie sie es jetzt wieder verändert hat, ungern hineingegangen, weil es ist eigentlich nicht mehr das freie, selbstverwaltende Zentrum war, sondern es war ein bisschen, ja, man merkte eigentlich, dass sich das verändert hat und nicht mehr so empfehlenswert ist zu besuchen. Und dann kommen wir zur kleinen Meerjungfrau. Ja, Sie kennen sie alle, das ist das Wahrbild, Wahrzeichen von Kopenhagen, Vorbild im gleichnamigen Kunstmärchen des dänischen Dichters Andersen. 1913 wurde die Kopie des Kopenhageners Wahrzeichen aufgestellt, im Auftrag Karl Jacobsen, der Sohn des Firmengründers der Carlsberg Brauerei. Das Original wird an einem unbekannten Ort aufbewahrt, weil Sie kennen bestimmt die Geschichten, dass einmal der Kopf abgesägt wurde, dass die Figur einmal gestohlen wurde. Da das nie ein Original war, was dort saß, sondern immer eine Kopie, kann man also immer wieder ein Original herstellen lassen. Übrigens, es täuscht dieses Bild. Es wirkt sehr monumental, wie das Mädchen auf dem Felsen sitzt. Nein, es ist nur 1,25 Meter groß. Das Kreischen der Möwen begleitet einen auf Schritt und Tritt bei der Bootsfahrt oder bei den Stadtspaziergängen. Kopenhagen ist gut erlaufbar, ist überschaubar. Und zum Schluss nun noch ein weiteres Highlight. Wir werden einen Tagesausflug an der Ostseeküste, man nennt das im Volksmund Whisky-Route. Sie können sich vorstellen, warum das so heißt. Das ist das teuerste Gebiet überhaupt in Dänemark. Und Dänemark ist nicht so billig, auch von den Grundstückspreisen. Viele wohnen eher in Malmö und fahren mit der Brücke rüber über den Öresund nach Kopenhagen, um dort zu arbeiten, und wohnen aber dann lieber in Schweden, in Malmö, einfach von den Kostengründen her. Rund 12 Kilometer nördlich von Kopenhagen liegt in einem großzügigen Park ein Herrenhaus mit Galeriegebäude, Wintergarten und Stallungen. Erbaut vom Direktor einer großen Versicherungsanstalt Anfang des 20. Jahrhunderts. Und nach seinem Tod Mitte des 20. Jahrhunderts hat seine Frau Henny Hansen dann das Gebäude umgewidmet und es wurde zum Ottrupgaard-Museum eröffnet, um die bedeutende, umfangreiche Gemäldesammlung dänischer und französischer KünstlerInnen des 19. Jahrhunderts der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vor ein paar Jahren war ein Teil dieser Ausstellung übrigens in der Staatsgalerie zu sehen. Sie können sich vielleicht noch an die impressionistischen Gemälde erinnern. Seit 2005 kam ein moderner Erweiterungsbau der Star-Architektin Zaha Hadid hinzu. Sie hatte gerade ein Jahr davor als erste Frau die bedeutendste Ehrung der Architektur, den Pritzker-Preis, erhalten. Und moderne Kunst- und Sonderausstellungen werden eben hier gezeigt, wie auch im weitläufigen Skulpturenpark. Das bekannteste Museum Kopenhagens liegt aber im kleinen Ort Humlebæk, inmitten eines alten Parks, unmittelbar an der Küste, mit Blick auf die schwedischen Fjorde gelegen. Das Luciana-Museum hat mit seiner Sammlung für die klassische moderne Kunst Dänemark als Museumsstandort weltweit berühmt gemacht. Ich zeige Ihnen kurz noch ein paar Beispiele. Hinten sehen Sie die zwei Calder-Figuren. Hier sehen Sie einen Giacometti. Ich finde es wunderschön, wie mit der Architektur und der Skulptur und der Natur gespielt wird. Dann hier den bereits schon erwähnten dänischen Maler und Bildhauer Per Kirkeby mit seinen sehr wilden, farbenfrecken Ausdrucksweise gestaltet. Auch das werden wir uns ansehen. So dann noch Henry Moore mit seiner Skulptur mit dem Blick nach Schweden. Der Abschluss, den Abschluss, der bildet Rungstedt.
Da besuchen wir das Wohnhaus der dänischen Schriftstellerin Tanja Blixen, die mit Jenseits von Afrika international bekannt wurde, war sie doch 17 Jahre lang dort Kaffeefarmerin in Kenia. 1912 verlobte sich Karen Blixen mit einem verarmten Baron, ihrem Halbcousin Bror von Blixen-Finnecke, und beschloss, nach Kenia auszuwandern und eine Milchfarm in Nairobi zu betreiben, finanziert durch Karens Familie. Und dann stellt Karen Blixen bei Ankunft in Nairobi fest, dass ihr Mann eine Kaffeefarm gekauft hatte. Das Museum befindet sich im Geburts- und Wohnhaus der Schriftstellerin am Öresund. Sie wohnte hier ab ihrer Rückkehr in den 30er Jahren bis zu ihrem Tod. Und das Museum zeigt auf einer wunderbaren Art und Weise die originale Einrichtung, ein schönes Beispiel dänisch-städtischer Einrichtungskultur des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Außerdem sind dort Fotografien, von Blixen gemalte Bilder sowie Kunst aus Kenia zu sehen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das jetzt Spaß gemacht und Sie haben schöne Eindrücke gewonnen, was man alles auf dieser Reise sehen kann. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank an Mirja Kienzler für die spannungsvolle und bilderreiche Darstellung der Kunstreise nach Kopenhagen. Unser Vortrag, die Kunstreise betreffend, ist damit also am Ende. Und sofern Sie Fragen haben oder mit uns gerne sprechen möchten, dann ist dazu jetzt Gelegenheit. Sofern Sie, wie auch immer, um mit uns zu kommunizieren, sollten Sie allerdings die Mikrofone an Ihren Computern oder Bildschirmen aktivieren, denn sonst können wir Sie nicht hören. Also, sofern Fragen da sind, sei es an Frau Kienzler, sei es an Frau Herrmann oder an uns von Binder, dann besteht jetzt dazu Gelegenheit. Spontan, also keine Fragen. Sie können auch die Hand heben oder wenn Sie auf die entsprechende Funktion gehen, auf den Chat, da kann man die Hand heben, man kann andere Beifallskundgebungen aktivieren. Man muss das aber nicht tun. Und in der Zwischenzeit... Ich kann vielleicht noch etwas zusätzlich... Vielleicht. Ja, bitte. Also jetzt war natürlich sehr viel Geschichte und Kunstgeschichte, aber es ist ganz klar, dass man auf so einer Reise natürlich dann auch zeigt, wo man schön essen gehen kann. Ich meine, die Feinschmecker, die könnten in das beste Restaurant der Welt gehen, ins Noma. Das hat ja jetzt letztes Jahr schon wieder einen Preis bekommen, 2021. Das liegt gleich so gegenüber von Amalienborg. Da kann man also hinfahren mit dem Schiff. Das ist sehr reizvoll. Man kann aber auch einfach an den Würstelbuden essen gehen. Man kann, also es ist das, was ich immer so schön an Kopenhagen finde, ist eben diese Vielfältigkeit. Es ist einerseits ein ungeheures historisches Gebilde, diese Stadt. Man hat überall könnte man Geschichten erzählen. Ich muss mich immer sehr zurücknehmen, damit ich nicht zu viel erzähle. Und andererseits kann man in einen Laden gehen und hat dieses wunderbare dänische Design, was wir hier bei uns in Stuttgart oder in anderen Städten finden und was man auch kennt, die ganzen großen Namen. Einerseits ist man am Meer, kann man einfach sitzen und den Möwen zusehen. Oder man kann so vieles machen. Das ist das Spannende, finde ich. Und man ist das Spannendste sind eigentlich die Fahrradfahrer. Weißt du, was kennen wir in Stuttgart nicht? Da sieht man nämlich, wie man mit Fahrrad durch eine Stadt fahren kann. Ja, das ist natürlich flach einerseits, aber auch die Verkehrsordnung ist so super angelegt, dass eigentlich man kaum mehr Autofahrer sieht.
Die Leute fahren größtenteils mit den Fahrrädern zur Arbeit. Das erinnert mich immer ein bisschen an New York, wenn sie da mit ihren schicken Anzügen oder Kostümchen mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und nachher wechseln sie dann nur die Schuhe. Also so, Kopenhagen bietet alles und das finde ich das Spannende. Sie wissen ja alle, dass ich Skandinavien in jeder Hinsicht liebe, auch Finnland. Und jede Stadt hat was Interessantes zu bieten, aber Kopenhagen ist vielleicht so die Stadt, wo man am abwechslungsreichsten. Natürlich Stockholm ist wie Berlin, sage ich immer, so ein bisschen vom Leben her, aber also es lohnt sich. Und es ist nicht so anstrengend, weil es alles, was wir ansehen, eigentlich zu Fuß zu erreichen ist. Man muss nicht jetzt groß mit Bahn oder Metro fahren. Wir sind ja nur in der Innenstadt, auch das Hotel liegt mitten in der Innenstadt. Wir sind 5 Minuten vom Tivoli und vom Navi gesehen. Haben wir das Best Western Hotel? Ja, das haben wir. Best Western Hotel Hebron in Kopenhagen. Das ist genauso, wie Sie sagen, so gelegen, dass man sich unabhängig von allen anderen Hilfsmitteln jederzeit in Kopenhagen bewegen kann. Und wer abends ins Tivoli möchte, kann ja auch noch. Tivoli ist ja was anderes als bei uns mit den nur mit Achterbahn und so. Da treten viele sehr bekannte Künstler auf. Ich bin mal mit der Bach-Akademie dort gewesen, Kopenhagen. Und ich weiß noch, dass Rilling in Tivoli aufgetreten ist damals mit Bach. Also da gibt es viele Konzerte, Ballett. Das ist ein bisschen so, sagen wir, Kultur- und Vergnügungspark in Dänemark. Ist gleich bei uns um die Ecke übrigens, habe ich gesehen im Hotel. Ja. Aber wenn keine Fragen mehr kommen? Nö, dann, das muss ja auch nicht zwingend sein. Wir wären über die Fragen hinaus natürlich auch an Reiseteilnehmern interessiert und insofern sind Sie alle herzlich eingeladen. Es sind noch Plätze frei auf dieser Reise. Es sind nicht allzu viele, aber es sind noch welche frei und da ich doch sehr hoffe, dass der Vortrag von Frau Kienzler uns allen Lust gemacht hat und die Neugierde geweckt hat auf diese Stadt, in der es, wie Frau Kienzler uns dargelegt hat, nicht nur das beste Restaurant der Welt, sondern auch Würstchenbuden gibt. Also die Bandbreite ist, die Amplitude ist weit geöffnet und Sie sind alle herzlich eingeladen, sich zur Teilnahme an dieser Reise zu entschließen. Und darüber, wir würden uns sehr freuen, Sie im Juni als Gäste von Frau Kienzler in Kopenhagen zu wissen und Sie als unsere Reisegäste begrüßen zu dürfen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Interesse und die Teilnahme an unserem heutigen Zoom-Meeting.